Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Mit Freunden oder der Familie gemütlich grillen. Doch was kaum einer weiß, Gasgrills können sehr gefährlich werden. Selbst die teuren. Vor allem, wenn Sie schon die ein oder andere Grillsaison mitgemacht haben. Kann das wirklich sein? Zwei quasi identische Produkte wie diese Rasierer hier und zwei völlig unterschiedliche Preise. Der hier 50% teurer, nur weil er, ja, man sieht es an der Farbe, für Frauen ist. Oder beim Parfum auch ein Frauenaufschlag von 50% für den Damenduft bei identischer Menge. Und das sollen nur einige Beispiele sein. Das wird ja heißen, Frauen verdienen nicht nur weniger, wir zahlen auch noch mehr für die gleichen Produkte. Ich bin echt fassungslos. Nie wieder rosa Rasierer, sag ich nur. Nicht schlecht gestaunt habe ich auch über IKEA. Ein lebenslanges Rückgaberecht versprechen die jetzt. Möbel einfach zurückgeben, wenn man sie nicht mehr will. Ein wirklich großes Werbeversprechen. Doch manche IKEA-Kunden wären ja schon froh, wenn viel kleinere Versprechen des schwedischen Möbelhauses eingehalten würden. Wie das sogenannte Nachkaufversprechen. Wo trifft man sie heute? Die Liebe seines Lebens. Online natürlich, auf Partnerbörsen. Im Sommer besonders wichtig, Deos. Einige von Ihnen können das Schwitzen vollkommen unterbinden. Sie enthalten allerdings Aluminium und das steht im Verdacht, Alzheimer und Brustkrebs auszulösen. Deshalb gibt es immer mehr Aluminium. Funktioniert das wirklich? Und welche lassen einen hängen, sprich irgendwann unangenehm riechen? Marktcheck macht den Test. Temperaturen angeht, da kann sich der Sommer 2015 ja wohl durchaus sehen lassen. In den nächsten Tagen soll es schon wieder richtig heiß werden, bis zu 35 Grad im Südwesten. Da ist so ein kleiner Handventilator schon Gold wert. Und je weniger Klamotten am Leib, desto angenehmer auch, würde ich sagen, denkt man. Aber womöglich ist das nur einer von vielen Sommerirrtümern. Hier unsere Top 3. Eine Amerikanerin und ein Österreicher im pfälzischen Pirmasens oder eine waschechte Badnerin, die ihr Glück im saarländischen Neuenkirchen sucht. Wie kommen Sie klar in der neuen Heimat? Das erleben Sie jetzt im Test Südwest und wir sind am nächsten Dienstag wieder da um 20:15 Uhr. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.